Hallo, wir von Bessel hoffen, dass Sie die Predigt mächtig segnet. Lassen Sie es uns wissen. Ich glaube, die letzten paar Male, die ich in den letzten 2 Monaten gepredigt habe, habe ich über Kraft und Autorität gesprochen. Und ich werde dieses Thema heute fortsetzen. Um ehrlich zu sein, versuche ich, mich in das Verständnis einiger Dinge hineinzupredigen, von denen ich den Eindruck habe, dass der Herr sie sagt und tut. Ich habe den Eindruck, ich sehe etwas unscharf wie durch ein dunkles Glas. Ich sehe Formen und ich versuche, die Formen zu beschreiben. Ich habe eine lange Zeit einen Schwerpunkt auf Kraft, auf die Manifestation von Kraft gelegt. Aber in meinem Herzen ist eine wachsende Überführung, dass ich das Thema Autorität neu lernen muss. Darüber werde ich also heute predigen. Es gibt eine Menge paralleler Themen in der Bibel. Jesus, der Gottessohn und der Menschensohn. Intimität mit Gott in Freundschaft und Dienerschaft. Gaben des Geistes und Früchte des Geistes. Es gibt eine Menge paralleler Themen, die sich am besten durcheinander definieren lassen, die beiden zusammen. Ich habe Probleme damit, wenn ich Leute das Wort Ausgewogenheit verwenden höre, weil Ausgewogenheit in der Praxis in der Regel diesen Ort zwischen Freude und Depression bezeichnet. Wenn Ausgewogenheit bedeutet, für Gottes Wort und Gottes Geist zu brennen, dann bezeichnen sie mich als ausgewogen. Das ist es, was ich will. Aber normalerweise ist das nicht der Ausdruck. Also manifestiere ich, nur ein wenig. Ich fühle mich jetzt besser, ich bin in Ordnung. Ich muss eine Grundlage legen. Jesus ist im Auftrag des Vaters auf die Erde gekommen. Er ist mit Autorität auf die Erde gekommen, weil er mit einem Auftrag gekommen ist. Er kam speziell, um den Vater zu offenbaren und um die Werke des Teufels zu vernichten. Das waren die 2 primären Aufträge. Es gab offensichtlich viele Dinge, für die er gekommen ist. Aber er ist zuallererst oberste Priorität gekommen, um den Vater zu offenbaren. Und zweitens, 1. Johannes 3,8, ist er gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Er ist mit einem Auftrag gekommen. Chris hat das vor Jahren auf eine Weise definiert, die mir sehr geholfen hat. Er sagte, wenn Sie sich der primären Mission unterordnen, können Sie beauftragt werden. Die Beauftragung kommt also, weil wir uns die primäre Mission zu eigen machen. Wenn wir uns zu eigen machen, was Gott schätzt und was er tun will. Unser Ja ist das Maß für den Raum der Autorität, in dem wir unterwegs sind. Uns wurde Autorität gegeben, um zu bauen. Und ich werde gleich versuchen, das ein wenig besser zu beschreiben. Die Kraft, die durch unser Leben fließt, macht Menschen mit der überlegenen Natur einer unsichtbaren Welt bekannt. Kraft bringt Menschen in eine Begegnung mit Gott. Jesus ist mit Autorität auf die Erde gekommen, aber ich glaube nicht, dass er mit Kraft gekommen ist. Als Gott hat er offensichtlich alle Kraft und alle Autorität. Aber er hat sein Leben auf die menschliche Gestalt beschränkt. Und als solcher musste er auf dieselbe Weise Kraft erhalten, wie seine Nachfolger einige Jahre später. Seine Kraft kam bei der Wassertaufe, als der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn kam und blieb. Bei dieser Kraftbegegnung, als die Himmel sich öffneten und die Stimme des Vaters erklang. Und gleich in der nächsten Szene sehen wir ihn in der Wüste, wo er vom Teufel versucht wird. Und dann geht er von dort weg und demonstriert Kraft. Es hat alles mit dieser Wassertaufe begonnen, die zu einer Taufe in den Heiligen Geist wurde. Der Punkt ist, dass unsere Autorität mit dem Auftrag kommt. Unsere Kraft kommt mit der Gottesbegegnung. Jesus hat etwas modelliert, das in unserem Leben dupliziert, repliziert werden muss. Die Kraft in unserem Leben, die Art, wie wir Menschen dienen, macht sie mit einem Gott jenseits aller Vernunft bekannt. Führt sie in eine Gottesbegegnung, ein Erlebnis, manchmal ganz subtil. Manchmal ist es fast wie diese Kapsel mit verzögerter Freisetzung. Sie verweilt im Leben einer Person und wirkt immer tiefer und tiefer in ihr, bis eine Veränderung oder Transformation stattgefunden hat. Ich erinnere mich, wie ich vor nur ein paar Wochen dort hinten gestanden habe und jemand eine junge Frau zu mir gebracht hat, die Atheistin war. Ihre Freundin sagte, sie hat eine Frage an dich. Sie fragte mich, warum Gott das Böse geschaffen hat.
Ich sagte einfach nur, er hat das Böse nicht geschaffen, er hat das Gute geschaffen. Das Böse ist einfach nur eine Verzerrung des Guten. Das ist es, was der Feind zu tun versucht. Das Wesen von dem zu pervertieren, was Gott geschaffen hat. Sie war glücklich mit der Antwort. Ich fragte, darf ich für sie beten? Ich tat es und der Geist Gottes kam über sie und sie fing an zu weinen, weil sie der Kraft der Gegenwart des Herrn begegnete. Und das ist es, was wir den Menschen schulden. Wir schulden den Menschen eine Begegnung mit Gott. Kraft kommt durch die Gottesbegegnung, Autorität kommt durch den Auftrag. Autorität muss auf das Zentrum aller Autorität gegründet sein, den Thron Gottes. Der Thron Gottes ist auf Gerechtigkeit und Recht gegründet. Gerechtigkeit und Recht müssen also für jeden ein Thema sein, der lernen will, in Autorität unterwegs zu sein. Autorität bedeutet nicht nur hier und da einen Dämon auszutreiben. Sie soll die Hindernisse beseitigen für das, was Gott bauen will. Recht bringt in Ordnung, was defekt ist. Gerechtigkeit baut, was möglich ist. Sie können bauen, was möglich ist, wenn Sie sich verschrieben haben, zu heilen, was defekt ist. Im Lukas-Evangelium erzählt Jesus eine Geschichte, die uns hilft, das Konzept des Königreichs zu verstehen und wie das funktioniert. Im Lukas-Evangelium erzählt er uns eine Geschichte von einem Haus, das gekehrt und aufgeräumt ist. Es ist gekehrt und aufgeräumt von allem Bösen, das in dem Haus existiert hat. Und wenn es erst gekehrt und aufgeräumt ist, sollte es mit Dingen gefüllt werden, die gut sind, die richtig sind. Aber in dieser Geschichte war es das nicht. Als Folge ist der Feind an diesen leeren Ort, der gekehrt und aufgeräumt war, 7-mal schlimmer zurückgekommen. Der Teufel sucht nach leeren Orten. Das ist der Grund, warum östliche Meditation nicht gut ist, weil sie ihren Verstand leeren. Wenn Gott unter meinem Lobgesang wohnt, gibt es jemanden, der unter meinen Beschwerden wohnen will. Worte spielen eine Rolle. Und bei diesem Thema, in Autorität unterwegs zu sein, sind es tatsächlich Dekrete, Befehle und so weiter, die das Resultat göttlicher Autorität an einer kaputten Stelle in die Praxis umsetzen. Es kommt oft durch Dekret, durch Bekenntnis, durch Verkündigung. Wenn in einer Gesellschaft zum Beispiel, in einem Teil unserer Stadt oder in einer Familie hier in der Gemeinde böse Dinge passieren und wir ihnen helfen, sich um die Dinge zu kümmern, die falsch sind, die kaputt sind, die Probleme, aber nichts bauen, das wir eigentlich durch Jüngerschaft bauen sollten, das Wesen, den Charakter. Wenn es darum geht, eine Stadt in Jüngerschaft anzuleiten, wie das Bildungswesen funktionieren sollte, wie die Nachbarschaft sicher sein sollte, all die Dinge, die ein gesundes Umfeld ausmachen, das sollte tatsächlich das Produkt von Jüngerschaft sein. Wenn das Haus also gekehrt und aufgeräumt ist, muss es mit den richtigen Dingen gefüllt werden. Und das ist es, was Autorität tut. Und jeder in diesem Raum und online, der Christus als seinen Herrn, als seinen Erretter bekannt hat, hat die Autorität erhalten, zu bauen. Damit meine ich nicht irgendwo ein großes Hotel zu bauen. Ich meine damit Dinge im Leben von Menschen zu bauen, die ihnen helfen, erfolgreich zu werden. Gott hat uns tatsächlich designt, damit wir durch unsere eigene Arbeit erfüllt werden. Sprüche 11 gibt uns gegen Ende des Kapitels eine interessante Serie von Aussagen. 3 oder 4, vielleicht auch 5 Aussagen über Großzügigkeit. Wenn Sie sich also diesen Absatz vorstellen, da ist eine Aussage über Großzügigkeit, 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 Großzügigkeit und dann heißt es, Segen kommt auf den, der Getreide produziert und verkauft. Es heißt nicht, Segen kommt auf den, der Getreide produziert und alles verschenkt, sondern der Landwirt, der Getreide produziert, wird als großzügig angesehen, weil er seine Gabe dazu verwendet hat, seiner Gemeinschaft etwas zur Verfügung zu stellen, seine Gemeinschaft besser zu machen. Ich danke den Gastronomen in unserer Stadt, dass sie durch ihre Kreativität, durch ihren Beitrag zum Wohlbefinden, zur Klasse, zur Lebensqualität in unserer Stadt beitragen. Diese Vorstellung, dass es böse ist, wenn jemand einen Profit macht,
Hören Sie, wenn etwas zu besitzen böse ist, warum sollte Jesus dann wollen, dass wir den Armen geben und damit ihr Leben völlig ruinieren? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir von nichts besessen werden. Irgendwann werde ich mir das vornehmen. Ich werde diesem Thema an die Gurgel gehen. Das werde ich, aber nicht heute. Nicht heute. Oh, aber ich möchte. In dieser Schriftstelle heißt es, Segen kommt auf den, der Getreide produziert und verkauft. Gott betrachtet also seinen Beitrag zur Gesellschaft als einen Akt der Großzügigkeit. Wenn Sie ein Immobilienmakler sind, verkaufen Sie kein Haus, sondern ein Zuhause. Etwas, um ein Familienleben aufzubauen, einen sicheren Ort zu schaffen, die Nachbarschaft zu transformieren. Autorität wird zum Zweck der Transformation gegeben. Darum bringen wir Heilung für das, was kaputt ist, damit wir bauen können, was möglich ist. Recht und Gerechtigkeit. Es ist die Kombination von beidem, die illustriert, wie Autorität ausgedrückt werden soll. Als Jesus 40 Tage fastete und der Teufel zu ihm kam, in Lukas Kapitel 4, sagte er, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, diesem Stein zu Brot zu werden. Er sagte nicht, mach diesen Stein zu Brot. Er sagte, befiehl. Warum? Weil Befehle die Art sind, wie sie Autorität ausüben. Die Versuchung war zuallererst, seine Autorität zu seinem persönlichen Vorteil zu missbrauchen. Die erste Versuchung war, seine Autorität zu seinem persönlichen Vorteil zu missbrauchen. Ihre Autorität ist nicht für Sie. Das Wesen von Autorität ist, für die sprechen zu können, die keine oder wenig Stimme haben. Die Ungeborenen haben keine Stimme, kein Mitspracherecht. Für sie zu sprechen ist absolut wichtig, weil sie es nicht können. Bei Rassenkonflikten gibt es manchmal Menschen, die wenig bis keine Stimme haben. Die Armen haben oft keine Stimme. Ich werde Ihnen eine Illustration geben. Ich möchte vorsichtig sein. Ich sage nicht, dass etwas falsch ist. Ich sage nur, dass etwas fehlt. Wenn Sie ein Milliardär sind, werden Sie die Aufmerksamkeit der Leiter jeder Stadt haben, in der Sie leben. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber Sie würden die Aufmerksamkeit haben. Leider haben die Ärmsten der Armen keine Aufmerksamkeit. Was macht Autorität? Autorität sagt, Recht ist wichtig für mich, also werde ich für diejenigen sprechen, die wenig bis keine Stimme haben. In Sprüche heißt es, viel Nahrung trägt der Acker der Armen, doch manches wird durch Unrecht weggerafft. Viel trägt der Acker der Armen, aber Unrecht. Stellen Sie sich vor, ich bin die arme Person, die arme Familie. Zwischen mir und dem Acker ist eine Stahlplatte. Der Acker repräsentiert einen Ort der Produktivität und Fruchtbarkeit. Und zwischen mir und dem, was möglich ist, befindet sich diese Stahlplatte. Und ich bin nicht in der Lage, die Stahlplatte zu entfernen, sondern ich brauche jemanden, der weiß, Autorität einzusetzen, um sich um dieses Unrecht zu kümmern. Ich glaube, das ist eine Einladung des Herrn. Wissen Sie, die Aussage, die Jesus gemacht hat, die Armen habt ihr immer bei euch, war nicht im Sinne von, das ist okay gemeint. Gemeint war, hört zu, es gibt immer Schwierigkeiten im Leben. Und ihr werdet immer auf Menschen treffen, die große Not haben. Es ist niemals gemeint, dass das okay ist. Wir wissen das aus Salomos Leben. Salomo hatte keine silbernen Trinkgefäße, weil Silber als wertlos galt. Es hat sich buchstäblich auf den Straßen getürmt.
Und es gab eine Zeit, von der es heißt, dass Gold wie Staub auf den Bürgersteigen der Straßen dieser Stadt war. Was ist der Punkt? Niemand war arm. Salomo lernte seine Autorität im Kontext von Weisheit zu nutzen. Deshalb möchte ich hier ein weiteres duales Thema benutzen, um etwas zu illustrieren. Ich habe in den letzten paar Jahren ein paar Mal über diesen Gedankengang gesprochen. Diesen Gedanken, dass zum Beispiel der Hauptmann zu Jesus kommt und sagt, ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt, unter Autorität. Darum, wenn ich jemandem unter mir befehle, etwas zu tun, dann tut er es. Seine Schlussfolgerung war, deshalb, Jesus, brauchst du nur ein Wort zu sprechen. Er hat anerkannt, dass Jesus in Unterordnung zu seinem Vater lebte. Er konnte es erkennen. Also sagt er, du brauchst nur ein Wort zu sprechen und mein Diener wird gesund werden. Jesus sagt, geh hin, dein Diener ist gesund. Er macht das Dekret, er gibt den Befehl. Das ist Autorität. Jesus erkannte den Glauben dieses Mannes. Außergewöhnlicher Glaube. Niemand in Israel hatte diese Art Glauben. Er erkannte ihn an seinem Verständnis. Und doch habe ich versucht, einen Schwerpunkt darauf zu legen, dass Glaube nicht aus dem Verstand kommt. Er kommt aus dem Herzen. Glaube ist immer das Resultat von Hingabe, nicht von Abmühen, nicht von intellektuellem Genie oder Können. Ich möchte es so illustrieren. Der erneuerte Verstand wird zu den Ufern des Flusses, in dem Glaube fließen kann. Er schafft den Kontext für Glauben. Sie arbeiten im Tandem, zwei Seiten derselben Medaille, der erneuerte Verstand und das Herz, das sich dem Glauben hingegeben hat. Dieselbe Illustration verwende ich auch gerne in diesem Kontext. Und zwar, dass Autorität zwischen den Ufern eines Flusses fließen soll, die von Weisheit geschaffen wurde. Weisheit schafft den Kontext, in dem Autorität effektiv fließen kann. Das zieht sich durch Salomos ganzes Leben, nun ja durch den guten Teil seines Lebens. Gegen Ende hat er einen Sturzflug hingelegt. Er hat aufgehört, seine eigenen Materialien zu lesen. Aber sehen Sie sich mit mir 1. Könige 3 an. Ich lese Sprüche jeden Tag. Darin steht etwas, auf das ich immer wieder stoße. Und zwar, dass Weisheit Unrecht bekämpft und Gerechtigkeit schafft oder aufbaut. Das ist so zentral für die Thematik der Schrift. Alles, was ich heute zu tun versuche, ist, das Konzept der Autorität erneut zu untermauern. Dass jeder Mensch in diesem Raum und online die Autorität hat, in der Welt um uns herum einen Unterschied zu machen. Dinge zu adressieren, die kaputt sind. Unsere Stimme für Menschen zu gebrauchen, die keine Stimme haben, aber im Kontext von Weisheit tatsächlich in der Lage zu sein, etwas zu bauen, indem wir Menschen in Jüngerschaft anleiten. In dieser Geschichte, in die wir mittendrin einsteigen, leben zwei Huren im selben Haus. Sie sind beide schwanger, sie bringen beide im Abstand von 3 Tagen einen Sohn zur Welt. Die erste bekommt einen Sohn und 3 Tage später die zweite. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht, aber irgendwann in den ersten Tagen nach der Geburt ihrer Kinder rollt sich eine der Mutter mitten in der Nacht auf ihr Kind und tötet es. Sie geht zu der anderen Frau, die im Haus wohnt, geht zu ihrer Wiege, legt ihr totes Kind in ihre Wiege und nimmt sich das lebende Kind. Natürlich erhebt die Frau Einspruch und sie kommen vor Salomo. Und Salomo sagt in 1. Könige 3, Vers 23, da sprach der König, bringt mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Da sprach der König, zerschneidet das lebende Kind in 2 Teile,
und gebt dieser die eine Hälfte und jener die andere Hälfte. Da sprach die Frau, welche der lebendige Sohn gehörte, zum König, denn ihr Erbarmen über ihren Sohn regte sich in ihr und sagte, bitte, mein Herr, gebt ihr das lebendige Kind und tötet es nur nicht. Jener aber sprach, es soll weder mir noch dir gehören, teile es. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das lebendige Kind und tötet es ja nicht, sie ist seine Mutter. Als nun ganz Israel hörte, was für ein Urteil der König gefällt hatte, da fürchteten sie sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in seinem Herzen war, um Recht zu schaffen. Weisheit, um Recht zu schaffen. Ich zögere immer, Geschichten wie diese über eine so große und bedeutende Figur des Alten Testaments zu lesen, weil vielen von uns der Vergleich mit uns selbst schwerfällt. Aber die Autorität, die sie haben, ist tatsächlich größer als seine. Und die Kraft, die in ihnen wohnt, ist größer als alles, was er erlebt hat. Er hat diese Gnade in alle hineingelegt, die Jesus nachfolgen, die Ja sagen. Er hat diese Gnade in uns gelegt, damit wir in der Welt um uns herum einen Unterschied machen. Einen Unterschied machen, indem wir heilen, was zerbrochen ist, und bauen, was möglich ist. Es gibt noch eine weitere interessante Stelle, die ich Sie bitte aufzuschlagen, in Lukas Kapitel 9. Was ich feststelle, ist, dass sich dieses Thema buchstäblich durch die gesamte Schrift zieht. Wissen Sie, wenn der Herr anfängt, Ihnen etwas zu zeigen, dann scheint es auf jeder Seite zu stehen. Das ist meine Erfahrung in letzter Zeit. In Vers 52 erfahren wir, dass die Jünger durch Samaria gezogen sind und die Samariter sich weigerten, sie aufzunehmen. Und Jakobus und Johannes waren ziemlich verärgert. Vers 54, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sagen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie auch Elia tat? Wenn Sie im Begriff sind, etwas Falsches zu tun, ist es am besten, wenn Sie es mit einer Bibelstelle untermauern können. Sagen zu können, wie auch Elia tat, hat geholfen zu bestätigen, dass das der Herr sein muss. Er wandte sich aber um und schalt sie. Wisst ihr nicht, welchen Geistes ihr seid? Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Menschenseelen zu verderben, sondern zu retten. In diesem Kontext lockt der Feind Jakobus und Johannes, ihre Autorität zu missbrauchen, um sich selbst Recht zu verschaffen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu verderben. Ich bin gekommen, um zu bauen, zu heilen. Das Mitgefühl, dass sie für die Zerbrochenheit eines Freundes, für das Leben eines anderen haben, kommt vom Herrn, damit sie einschreiten und als Diener ihre Autorität zu ihrem Nutzen einsetzen können. Beachten Sie das Mittel, das Sie zur Zerstörung dieser Stadt verwenden wollten. Zu befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt. Das ist für mich unfassbar. Ich weiß nicht, was Sie auf Ihren Missionseinsätzen erlebt haben, als Sie zu je zwei ausgesandt wurden, dass Sie zu der Überzeugung gebracht hat, dass Sie das hinbekommen könnten. Dass Sie tatsächlich den Eindruck hatten, dass wenn Jesus nur mit dem Kopf nicken und sagen würde, gute Idee, Sie tatsächlich Feuer vom Himmel fallen und eine ganze Stadt verzehren lassen könnten, was einfach nur bizarr ist. Sie müssen auf Ihren Einsätzen einige ziemlich verrückte Dinge erlebt haben. Aber sie wollten den Befehl benutzen, um eine Verwandlung von Leben zu Tod herbeizuführen. Jesus will, dass der Befehl benutzt wird, um von Tod zu Leben zu bauen. Von Asche zu Schönheit. Von Zerbrochenheit zu Ganzheit. Wo kein Lied ist, ein Lied zu bringen. In Kapitel 10, das auf diese Geschichte folgt, heißt es in Vers 1, nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere. Ich finde das so lustig.
dass er nach dem Albtraum in Kapitel 9, wo die Jünger alle möglichen dummen Dinge tun wollten, dachte, das läuft so gut, ernennen wir 70 weitere. Er denkt offensichtlich anders als ich. Ich denke, dieses Experiment war ein kompletter Fehlschlag. Zwei von denen, denen ich am meisten vertraue, wollen eine gesamte Stadt töten, in meinem Namen und zu meiner Ehre. Aber Jesus war beeindruckt von dieser Möglichkeit. Und er ernannte 70 weitere. In Vers 3 sagt er, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. Und hier kommt unser Schlüsselvers. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Die Realität seiner Herrschaft. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nur, dass Wahrheit in dieser Aussage steckt. Die Realität seiner Herrschaft wird durch das Dekret freigesetzt. Hier werden zu dieser Gruppe von Menschen, die Feuer vom Himmel befehlen wollten, 70 weitere hinzugefügt. Und er sagt, wenn ihr in ein Haus geht, sagt, verkündet, setzt Frieden frei. Es ist das gleiche Experiment, das Noah mit der Taube gemacht hat. Sie wurde freigelassen, sie kam zurück, weil es keinen Platz zum Landen gab. Er sagt, wenn es dort kein Zeichen von Frieden gibt, wird der Friede zu euch zurückkehren. Der Punkt ist, dass Frieden eine Person ist. Und Sie und ich sind Vermittler von Gottes Begegnung. Wenn wir in Hingabe und Ergebenheit an Gottes Absichten leben, benutzt er diese simplen Momente, um Menschen in das Bewusstsein von Gottes Liebe, Gottes Macht und Gottes Gegenwart zu bringen. Aber Autorität geht an die Wurzel des Kreislaufs von Verlust und Tod und den Dingen, die so ungerecht sind. Diese Aussage in Sprüche, dass Unrecht die Armen von Fülle abhält, provoziert mich, weil es sich für mich wie eine Einladung anfühlt, Autorität in einer Weise zu nutzen, die Menschen hilft, aus dem Kreislauf der Armut auszubrechen. Geld beseitigt Armut nicht. Aber sie können Armut nicht ohne Geld beseitigen. Das ist auch wahr. Es geht viel tiefer. Es geht um Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, Menschen zu lehren und zu trainieren, Christus nachzufolgen und Christus in und durch sich leben zu lassen. Jüngerschaft ist dieser Prozess, anderen eine Beziehung zu Christus vorzuleben, die sie nachahmen und kopieren können. Es lässt sie wissen, wie sie mit Gedanken, Beziehungen, Werten, Geld, dem Leben, ihren Begabungen und Fähigkeiten umgehen sollen. All diese Dinge werden im Jüngerschaftsprozess trainiert. Es geht tatsächlich darum, etwas aus dem Roten ins Schwarze zu bauen, das ihn gut repräsentiert. Jüngerschaft. Ich glaube, wir alle in diesem Raum und online haben seit Jahren von der Prophetie der Milliarden-Seelenernte gehört. Ich persönlich glaube, dass sie bereits begonnen hat. Ich habe diese Woche Berichte gehört, dass im Moment im Durchschnitt 200.000 Menschen pro Tag zum Glauben kommen. Täglich 200.000 neue Gläubige. 200.000. Was überall auf der Welt geschieht, ist einfach absolut außergewöhnlich. Ich möchte daran teilhaben. Ich möchte, dass jede Gemeinde, es wäre nicht gesund, wenn das alles durch Bethel kommen würde. Das ist nicht gesund. Das wäre wie ein Bodybuilder mit einem großen Arm und alles andere ist. Das ist irgendwie hässlich. Ich weiß, das ist ein lustiges Bild, aber mir ist es auch absolut ernst mit meinem Wunsch, dass jedes Haus des Glaubens in unserer Stadt von der Menge der Menschen, die zu Christus kommen, überwältigt wird. Und dass wir gemeinsam daran arbeiten können, Menschen zu Jüngern zu machen und ihnen zu helfen, ein Leben aufzubauen, das es wert ist, gelebt zu werden, produktiv zu werden. Autorität ist dabei das Herzstück.
zu lernen, Autorität im Kontext von Weisheit zu benutzen. Weisheit als die Ufer des Flusses, durch den Autorität fließt, macht den größten Unterschied in Kultur und Gesellschaft. Das hilft uns, das Haus sauber und aufgeräumt zu bekommen, aber es dann auch mit den richtigen Dingen zu füllen, die von sich aus einen Widerstand gegen das Dämonische in sich tragen. Immun gegenüber dem Einfluss des Feindes sind. Gerechtigkeit, eingebaut ins Leben einer Person, kreiert eine Immunität gegenüber dem Dämonischen. Wie wir bereits gesagt haben, wenn Gott unter meinem Lobgesang wohnt, gibt es da draußen jemanden, der unter meinen Beschwerden wohnen will, der nach Worten sucht, von denen er sich nähren kann, die ihm einen legalen Grund geben, zu kommen und zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und ich möchte sie nicht paranoid in Bezug auf ihre Worte machen, aber ich möchte sie irgendwie paranoid machen. In der bestmöglichen Weise. Weil ich beobachte, wie Menschen erst in großer Autorität mit einem Dekret unterwegs sind und es dann durch ein persönliches Bekenntnis abtreiben. Das Baby, das gerade erst gezeugt wurde, abtreiben. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, das wissen wir. Ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum das Prophetische in Paulus' Leben so stark betont wird, wenn er über die Bedeutung der Geistesgaben und die Priorität des Prophetischen spricht. Es liegt daran, dass Dinge deklariert werden müssen. In diesem Kontext spricht er nicht mal über den Propheten. Er spricht über den ganz alltäglichen Gläubigen, der prophezeit. Dinge müssen ausgesprochen werden. Aber wenn sie ausgesprochen wurden, müssen sie bewahrt werden, damit wir nicht genau die Dinge untergraben, die wir gerade deklariert haben. Der Vater von Johannes dem Täufer. Der Engel des Herrn erscheint ihm und sagt, ihr werdet einen Sohn bekommen. Und er sagt, nun, woher weiß ich, dass das wirklich passieren wird? Und der Engel sagt, du wirst still sein. Du hast ganz offensichtlich die Fähigkeit, das zu vermasseln. Und er konnte 9 Monate lang nicht sprechen. Manchmal ist der Herr so entschlossen, sein Werk zu schützen, dass er Leute mit dem falschen Einfluss einfach zum Schweigen bringt. In Ordnung. Sagen Sie nette Dinge. Seien Sie einfach nett. Ja, sagen Sie nette Dinge. Sagen Sie Dinge, die von Glauben erfüllt sind. Die Schrift sagt, dass wir dem Glauben entsprechend prophezeien sollen. Also lassen Sie uns Gott für das Beste glauben und dann prophezeien. Glauben wir ihm für das Beste. In Ordnung. Danke. Ich weiß, dass jedes Mal, wenn so viele Menschen im Raum sind, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir hier Menschen haben, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Ich glaube, dass Gott es eingefädelt hat, dass sie hier sind, ob im Raum oder auf YouTube, um ihnen eine Gelegenheit zu geben, vom Leben zu kosten. Von Sünden vergeben zu sein, und sein Leben von innen heraus verändert zu bekommen, ist das absolut Größte, was irgendjemandem heute passieren kann. Größer als $1 Milliarde zu gewinnen. Nichts kann damit verglichen werden, tatsächlich in Gottes Familie aufgenommen zu werden, wo wir ihn kennen und lieben dürfen und beobachten dürfen, wie er uns von innen heraus verändert. Es ist das große Privileg im Leben. Und genau das bietet Jesus jedem hier und online an. In der Schrift heißt es, was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Es nützt absolut nichts, seine Seele zu verlieren.
Und so ein extravagantes Geschenk wird uns heute wortwörtlich als Geschenk angeboten. Und wenn es hier jemanden gibt, der sagen würde, Bill, ich will das Gebäude nicht verlassen, bis ich weiß, was es heißt, vergeben zu sein, bis ich weiß, was es heißt, in die Familie Gottes aufgenommen zu werden, dann möchte ich Sie bitten, da wo Sie sind, Ihre Hand zu heben. Sagen Sie einfach, das bin ich, und wir werden für Sie beten und Sie feiern. Wir haben auch eine ganze Reihe von Leuten auf YouTube. Bitte schreiben Sie uns einen Kommentar, wenn Sie Ihr Leben Jesus geben möchten. Unsere Pastoren werden Ihnen sehr gerne helfen. Schreiben Sie uns, wenn Sie denken, Bill, ich will nicht abschalten, bis ich weiß, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Bis ich weiß, was es heißt, vergeben zu sein. Schreiben Sie uns bitte einen Kommentar. Irgendjemand hier im Raum? Okay, dann gehe ich davon aus, dass Sie alle dabei sind. Bitte stehen Sie auf. Wenn Sie an Ihren Plätzen bleiben könnten, würde uns das wirklich helfen. Wer schließt ab? Dante. Dante, komm nach oben. Aber lassen Sie mich für Sie beten. Ich möchte ein einfaches Gebet zur Autorität beten. Strecken Sie bitte Ihre Hände vor sich aus als eine Art prophetischer Handlung, ein Akt prophetischer Handlung, um zu empfangen. Vater, ich bitte gerade jetzt, in dem wunderbaren, wunderbaren Namen Jesu, dass das, was wir unscharf wie durch ein dunkles Glas sehen, nur Umrisse und Schatten, immer klarer wird, während wir uns selbst dazu verschreiben, einer Stadt, einem Menschen, einer Nation Heilung zu bringen. Hilf uns, in Autorität unterwegs zu sein, unbefleckt, ausschließlich zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht. Es ist die Tatsache, dass Jesus unseren Platz bei der Bestrafung von Sünde eingenommen hat, damit wir in seinen Platz des ewigen Lebens eintreten können. Ich lade Sie jetzt ein, Ihr Herz dem Herrn Jesus zuzuwenden und zu sagen, ich empfange dich als meinen Herrn und Retter. Ich wende mich von jedem Bereich meines Lebens ab, der dich nicht ehrt. Und ich lebe bewusst mit dem Ziel, dir zu dienen, dich zu ehren, zu feiern, wer du bist, als mein Herr, mein Retter.